Wie du das schon anfasst. Hast du aber das älteste Saxophon rausgerückt, was du finden konntest, oder? Das ist ja schon verrostet. Hörst du mich überhaupt? Thorsten! Es wird immer teurer, je verrostet. Das ist wirklich lange her. Ich glaube, das letzte Mal vor 20 Jahren habe ich ein Saxophon in der Hand gehabt. Ich habe noch nie im Fernsehen Saxophon. Das ist eine absolute Weltpremiere, meine Damen und Herren. Let's do it. So, ich muss gerade noch mal hier. Das ist ganz wichtig, weil das Saxophon ist ein Holzblasinstrument. Obwohl es aus Blech ist. Ein bisschen Kunde muss man machen, ne? Weil hier unten ein Holzplättchen dran ist. Sehen Sie das hier unten drunter? Und das muss einigermaßen feucht sein, damit ein guter Ton rauskommt. Vorher in Alkohol getränkt worden. Genau. Fahren wir gehen? Ja, ich muss noch ein bisschen Saxophon-Outfit. Saxophonisten haben immer Hüte und Sonnenbrillen an. Klingt das direkt viel geiler und sieht auch direkt viel. Wieso? Ach, die ist für dich? Nein, das ist nur für Saxophonisten. Okay. Das ist ja klar. Saxophonisten. In den 80ern war Saxophon total in. Stimmt. Gitarre. Weißt du? Und da haben Leute sich Poster von Saxophon an die Wände gehangen. Nur für ohne Menschen drauf. Einfach Poster von Saxophon. Oder Frauen, die Saxophon spielen. Ja, oder Frauen, die Saxophon spielen. Demnächst auch Hunde, die Saxophon spielen. Demnächst auch Hunde, die Saxophon spielen. So. Oh ja. Sieht aus wie Gato Barbieri. Jetzt gleich geht's los. Es geht noch, ne? Du siehst aus wie Gato Barbieri gerade. So, Sie sehen schon, es wird ein Genuss. Mr. Saxo Beat. So, jetzt lass mal richtig. Was spielen wir denn jetzt? Happy. Happy von, so sieht's aus. Happy von Pharrell Williams. Ja, das kriegt man hin. Das sind nur wenige Töne. Steht da ein Text? Ah, ja. Braucht keinen Text, spielt ja Saxophon. Das ist das Tolle, ne? Wenn man ein Blasinstrument spielt, braucht man nie Text lernen. So, jetzt von Till Brönners Album Happy. So wie Sie es noch nie gehört haben und auch nie wieder hören werden. Verlassen Sie sich drauf. Ja, verlassen Sie sich drauf. Jetzt geht's los. Okay. Du fängst an. Du fängst an.
Fantasy-Album. Da ist es. Dankeschön. Ja. Das als Single, also als CD, als Album und das Buch. Das war's für heute. Vielen Dank, Till. Viel Erfolg damit. Vielen Dank, vielen Dank. Und, boah, ist das anstrengend. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Dankeschön, herzlichen Glückwunsch. So, am Samstag Schlag den Rab. Es geht um 2,5 Millionen Euro. Und jetzt kommt Are You There, Chelsea? Mach's gut, vielen Dank fürs Zuschauen.